PlayStation Victor? Was soll das sein? PSP, NGP. Boah, eine PSP mit Touchscreen, zwei Analogsticks und noch so einen anderen Scheißkram, was kein Mensch braucht. Ach, voll so, cool. Ist. Das normale. Ja, ich kaufe mir die. Vielleicht. Wenn ich Geld. Wie so ein Kind so. Ja, hallo. Hier sind Pixel, Ray, Rock. Nein! Matthias wäre auch so einer. Hier hast du Augen getroffen. Tun deine Augen immer noch weh? Ja! Ja, Manuel versucht hier Ray gerade die Augen auszustechen. Oh, ah! Ray nimmt die Hand aus der Hose. Ich spiele Taschenbillard. Oh Gott. Ah, jetzt weg mit deinem Finger. Geh weg. Hört man uns. Verpiss dich jetzt. Hoffen wir mal. Was ist jetzt eigentlich mit Let's Play? Ja, machen wir, ne? Machen wir. Okay. Was? Aber nicht heute, ich hatte bis halb vier Zeit. Dann müssen wir mal weiter. Wer hat gesagt, dass wir das heute machen? Heute machen wir keine Ahnung, ja, wir müssen noch zur Müllkippe, deswegen. Ja, ja, die Müllkippe ist da. Wohin? Müllkippe. Ja, toll, dann kommst du wieder. Jetzt bist du um vier auf und dann fragst du mal Bruder. Schön, dein Bruder. Um. Ja, also, können wir jetzt anfangen? Ja. Du wirst 30-Minuten-Video machen, also nein. Gut. Wir dann dürfen erst bei 10 Minuten anfangen, dann reden wir 3 Minuten und dann müssen wir wieder 10 Minuten still sein. Ja. So, Zeit der Stille und so. Ja, hört man uns überhaupt gut? Keine Ahnung, ist mir relativ egal. Ja. So, wenn Leute die Boxen aufdrehen und ungefähr so nach 10 Minuten, wo wir voll leise zu hören sind, müssen wir einmal ganz laut schreien. Und dann kippen die alle vom Stuhl. Hi. Ja. Yep. Heute, Chris. Ja. Heute kommt ein Möchtegern-Fail-Review über die Chris-Spec-Ops. Nein. Vergleichen die mit der GP, Chris. Und wir machen wieder ein halbes Stunde-Video. Was viel zu spät ist, weil jeder, glaube ich, damit schon jetzt eine Woche gespielt hat. Ja und? Ist doch Wayne. Ja, nee. Ja. Ja, nee. Doch. Nee. Oh. Nee. Aber sowas von. Deine nee. Mama. Deine Mama. Die Kraschsteine. Nee. Die treibt dich durch den Dschungel und vergewaltigt dich. Und zwar mit Samt-Nasenhaaren. Nee. Ja. Was willst du in Amerika? Ach so. Was für eine Amerika? Boah, die Amis haben immer so geile Events und die haben Earn 3 NX, Alter. Ja. Da kannst du Platinum werden. Ohne Geld auszugeben. Oh ja. Ja. Warum speicherst du dir den Scheiß eigentlich nie? Ich weiß dich gar nicht. Ah ja, hast ja Rechner formatiert. Okay. Sein nicht vorhandenes Virenprogramm hat das ja alles gelöscht. Ich könnte ihn so kaputt hauen. Hast du zumindest jetzt ein Antivirusprogramm? Ja. Was habe ich nicht. Auch vorher drauf gehabt? Ja, vorher hatte er wirklich eins. Nach dem 20. Da. Avast Antivirus. Ihr System ist geschützt. Didi. Wenn der Rechner hochfährst. Die reparieren Datenbank wurde aktualisiert. Das ist toll. Da weiß ich immer, okay, jetzt ist alles fertig hochgeladen. Was? Meiner macht das später, wenn ich schon mitten am Zocken bin. Ihre reparieren Datenbank wurde aktualisiert. Ja, ich lade ein paar Mal Rechner nicht um 7 Uhr morgens hoch. Ich mach das, wenn ich hier drauf knüppel. Dann wahrscheinlich kommt gleich irgendwann so ihre Virendatenbank wurde aktualisiert. Ach ja, Chris suche ich. Ja, die Chris. Lass meine Haare in Ruhe. Ich mag das. Das ist nicht mein Haar. Ja. Spec Ops. Ich glaube, jetzt weiß erst jeder, dass Chris eine gute Waffe ist. Was ich schon immer wusste. Aber ich sie hat mich nur angekotzt, weil sie nur 28 Schuss hat. Aber ich, da wir die ja gerade gesehen haben, als normales Bild, ich finde, die ist irgendwie in Combat Arms ziemlich groß geraten, oder? So im Vergleich. Es geht. Nein, das ist die Leute haben einfach nur ganz kleine Körper. Die haben doch auch diese Riesenhände, die halb so groß sind wie eine Shotgun. Stimmt auch wieder. Die Boneyard Shotgun ist richtig geil. Geht. Die ist One-Hit. Geht. Im Rücken immer bei mir. Ja. Also nicht bei mir, sondern wenn ich jemanden in den Rücken schieße, ist das immer One-Hit. Pixel, komm mal hier näher an den Mikrofon. Gleich! Ah! Ja. Wir wollten nicht was, wissen, wo das ist. Spec Ops hat mehr Munition?
Ja, Mann, das ist ein Magazin mehr. Naja, das braucht man auch. Ja. Also als ich mit der gespielt habe, war mein Magazin alle und ich hatte immer noch 100 HP. Also komplett alles weg. Hau ab, ey. Sag mal, willst du einen auf die Fresse? Halt mal. Nein. Lass mal eine Iron Man Kette in Ruhe. Das Gesicht ist cool, was da drauf ist. Ja, das ist Eddies Gesicht. Das ist dein Gesicht. Schön wär's, wenn ich so aussehen würde. Jeder würde dich verwechseln, ne? Ja. Mit dem Weihnachtsmann. Ich hab Angst. Fällt nur noch dieser Bart. Ho, 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 fröhliche Weihnachten am Arsch. Ja, die Geschenke behalte ich schon für mich. Ich will zocken. Du hast nur dazu zwischen zu viel geredet. Du müsstest eigentlich sagen, fehlt nur noch der Bart. Am Arsch. Toll. Abartig. Ja. Warum redet ihr alle heute so leise? Weil ich keinen Bock hab, so laut zu reden. Echt mal. Doch, sollten wir anfangen. Nein. Doch. 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 Nein. Nein. Doch. Nein. Was sag ich, wieso? Kopf, das weh tut. Weißt du eigentlich, wie viel so eine Stahlhand weh tut? Aber ich kann dich auch mal fisten hier. Dachte, du magst das. Ich glaube, du magst das mehr. Ich glaube, du magst das mehr. Ja. Du kommst doch gar nicht durch meinen Junge rein. Sehr interessant. Ich glaube, das will gar keiner so genau wissen und es spricht auch keiner aus Erfahrung. Außer vielleicht Matthäus selbst. Oh. Ich glaube, seinen Namen sagen. Und wir haben zigtausendmal deinen Namen gesagt. Mittlerweile verpiss wissen dich, du Mungo. Und du Mungo, Junge. Ja, ich muss immer noch Special Thanks machen. Das habe ich vor beim vorletzten Video schon gesagt, dass ich das machen habe. Immer noch nicht immer. Ja, so. Spaß. Nein. Spaß. Nein. Wollen wir uns aber heute nicht so lange warten lassen? Oder lassen wir so warten? Wen warten lassen? Was warten? Ja, Stats oder sowas. Ach so, ja. Ja, so ja. Am Anfang. Danke, mir scheiße labern. Nein. Ich schade. Ich vorher ein bisschen scheiße labern. Oder ich glaube... Ist... Ich weiß nicht. Ja, stell dir vor. Wie viel Zeit haben wir denn schon aufgenommen? Wir haben noch gar nichts aufgenommen. Wie, hast du gar nichts aufgenommen, ja. Klar. Nein, hast du nicht. Das steht da nur, aber das haben wir eigentlich gar nicht. Na gut. Fangen wir doch mal langsam an. Ja. Wenn euch das vielleicht ein bisschen langweiliger vorkommt als das letzte 30-Minuten-Video, könnt ihr euch sowieso schon mal drauf einstellen. Manuel, wir haben einfach alle keinen Bock dazu. Nur mal der Dicke da will das. Ich weiß. Du bist so hässlich, ne? Das ist so ich. Ja, und? Du bist auch keine Trolle. Stell dich mal auf das blaue Ding und sag mir die Zahl. Ich stell mich drauf. Aber ich sag dir nicht die Zahl. Okay, warte, ich komm mit. Verpiss dich. Wir gucken nur. Wir gucken nur. Ich gucke von mir. Ja, das reicht doch nicht. War Yeti? Die dreht sich sonst viermal. Warte. Ich wollte gerade sagen, die ist jetzt schon wieder nochmal. Wow. Alter, ist das fies. Okay, bis wohin geht die? 130. Matthäus sieht 5 Kilo. Ja, ich hab die 130 immer. Oh Gott, ey. Ich wieg noch nicht mal die Hälfte, Alter. Wir mussten gerade Rachan mal wiegen. Oh ja. 130 Kilo mehr, das Doppelte von mir. Ich bin fett. Ja. Gut. Gut. Nicht gut. Gut, wir fangen jetzt mal langsam an. Manuel. Stats. Und nicht so schnell. Stats, Link in der Beschreibung. Nein! Los. Ja, ich fange ja schon an. Wer schreibt hier jetzt was? Wo ist der Link? Schnute. Es wird genauso wie beim letzten Video sein, dass dann irgendwie so ein Kommentar kommt, so: Wo ist der Link? Nur weil du das gesagt hast, genauso wie ich gesagt habe: Justin Bieber. Und da kam so: Justin Bieber ist schwul. Also, der Schaden liegt bei... Der Schaden liegt bei 34 Punkten bei der Spec-Ops. Bei der normalen liegt er bei 33 Punkten. Also relativ scheißegal. Portability liegt bei 89 Punkten. Boah, 34... Zieh mir das Ganze in die Länge. Okay. Los, ist 4 Hit. Wenn man direkt vorm Gegner steht.
die ganzen Stats so durch. Okay, nein. Nein! Also ich habe mit der Waffe auf Two Towers gespielt, wenn man auf dem Dach steht und versucht, jemanden aus dem Turm zu snipen, ist, du brauchst, glaube ich, 30 Schüsse oder so. Das ist so scheiße. Das geht. Der Typ hat mich mit seiner Sniper nicht getroffen. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Und ich habe mich nicht bewegt. Das Teil hat nur 28 Schuss, also hast du einmal nachgeladen. Um ihn ja, musste ich auch. Aber ich habe nicht ganz langsam Tapfire, sondern so tuk, 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 tuk. Die hat ja einen krassen Recoil, wenn du auf Entfernung spielst. Mit dem Ding sollte man sowieso nicht anvisieren. Naja, egal. Ja, 4 Hits, ne? 4, 5 Hits so. So schnell wie das Ding schießt, schießt man 10 Mal und hat... Man denkt, man hätte 5 Mal geschossen. Okay. Dann die Portability hat 89 Punkte, die normale hat 88 Punkte, ein Messer hat 90 Punkte, auch alles egal. Also kannst du schön sprinten damit, ohne um die Waffe zu machen. Nee, Pistole hat 90 Punkte, was Messer hat. Messer hat, glaube ich, weiß nicht, ob die auch 90 Punkte haben. Ist doch egal. Nein, kommt immer auf das Messer drauf an. Ja. Ich glaube, das M11 Tracker Knife, das was, glaube ich, jeder kennt und dieses typische Speed-Ding, das hat auch 90 Punkte. Also das ist eigentlich genauso schnell wie mit dem Messer. Fire Rate hat 90 Punkte. Pong, Junge, hör auf damit, das geht mir voll auf den Sack. Verschwindet. 90 Punkte, das müsste, glaube ich, die schnellste Waffe in Combat Arms sein. Ich glaube, die T2 hat genauso eine hohe Feuerrate. Guck mal nach, T2. Mach mal T2. Einfach auf der Tastatur die T drücken. Ja, auch 90 Punkte. Nee. Ja, auch 90 Punkte. Scorpion. Die Scorpion, die hat auch noch eine geile Feuerrate. Scorpion. Die normale Scorpion. Hat auch 90. Auch 90 Punkte, ja. Ist mit Scorpion T2 und bla und blub und KKG alles relativ gleich. Nein, die M200 hat keine Feuerrate von 90. Das wäre krass. Na gut, du klickst einmal, zup, Magazin alle. Du musst unter K. Achso, MP7 wird's. MP7, die ist langsamer. Ja, einige sagen. Dafür hat sie aber den gleichen Damage. Und ist an sich, finde ich, eigentlich cooler. Sie hatte einfach mal den geileren Sound. Obwohl die Chris Spec Ops schon einen coolen Sound hat. Aber welche Waffe einen coolen Sound hat, die war vor kurzem erst bei den Dailies drin. Wie heißt sie? FS2000 Tactical? F2000 Tactical. So F2000. Eine Scheißwaffe. Aber der Sound finde ich cool. So. Und triffst nichts. Ich weiß, die ist übel scheiße. Aber voll der geile Sound. Aber merkwürdigerweise als Hot. Schöne, ja, weil die in Daily war und danach haben sie sich alle nochmal für eine Woche gekauft. Das ist doch gerade der Trick bei Common Arms. Ja, aber oder war vorher schon auf Hot. Nein. Doch. Nein. Doch, nein. Das war schon vorher. Nein. Irgendwann doch, haben nein. sie die CQB gegen die. Ja, weil die mal Langeweile hatten, wollten das so cool machen. So, weißt du, und alle No-Skiller denken so, oh, die ist auf Hot, die hat bestimmt jeder und kaufen sich die. Gehen sie in ein Game alle mit CQB? Was mache ich hier? Was grauen Schlüsseln, also grauen Kisten. Du kriegst nur noch NX-Waffen raus. Das Gute finde ich daran, die Droprate ist so scheiße, dass du das Schlechteste kriegst. Und das sind die 100% EXP-Pässe. Ich habe an einem Tag, glaube ich, 40 Schlüssel verbraucht und habe jetzt EXP-Pässe bis an mein Lebensende. Warum findest du eigentlich graue Kästen? Du musst nachts um 1 zocken. Klar. In einer Runde Elimination in Death Room. 140 Kills. Bei jedem Kill kommt fast eine Kiste. Das ist doch verarscht. Ich. Es ist so krass. Du spielst da, es ist so dumm, 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 dumm. Überall kommen diese Kisten. Ohne Witz. Und das sind alle grau. Spinnert. Ich habe seit. Also nachts und morgens um 9 oder so ist die höchste Droprate. Ich habe seit einem Monat keine grauen Kisten mehr gesehen. Das ist. Oh, cool. Du gehst einfach zu früh pennen. Ja, tut mir leid, dass ich in der Woche Schule habe. Ja, ich muss auch. Und am Wochenende gehe ich feiern. Ich muss auch arbeiten. Und schlafe währenddessen. Aber habe ich heute zum Beispiel heute gemacht, weil ich gestern um 1 Uhr ist mir eingefallen, scheiße, ich wollte noch die Dailies von Jackie machen, weil sie musste pennen. Habe ich gesagt, ich mache ihre Dailies. Ja. Große weil ich habe die 82.000 schon längst zusammen und bin kurz vor meinem Level up. Also wenn ich Geld brauche, habe ich das schnell wieder zusammen. Und. Mir fehlen noch 20.000.
Mir fehlen 1500 DXP für Level Up. Ich spiele nicht mehr. Und dann, und Jackie braucht noch 25.000 GP. Deswegen habe ich gesagt, ich mache ihre Dailies, mache das. Und dann, ich zock so bis um knapp 1 Uhr morgens, spiele ich so Dragon Age. Und dann waren so, scheiße, Dailies. Ich klicke drauf, Internet geht nicht. Nein! Ganz schnell nach oben gelaufen, alles umgesteckt und dann musste ich Internet. Dann habe ich noch die Dailies gemacht. Und dann habe ich danach noch eine Runde Dragon Age gespielt und ich bin gekommen. Wir waren, glaube ich, bei der Feuerrate, oder? Ja, Feuerrate. Okay, ja. Die Accuracy hat 74 Punkte. Das heißt, eigentlich sie ist relativ genau, was irgendwie scheißegal ist, da die auf mittlere Entfernung schon nicht mehr trifft, weil bei Common Arms, dass das so geil programmiert ist, dass ungefähr ab 100 Meter die Kugel aufhört. Ja, ist aber so. Zum Beispiel mit der G36 kannst du nicht bei Kill Creek über die Map schießen. Hast du schon mal mit einer G36 du über kannst nur 200 Meter geschossen? Ja. Und dann, du kannst nur maximal diese von der Brücke, diese Zaunlänge. Genau das, perfekt, genau das ist die Reichweite der G36. Okay. Nur, es geht nicht um die Waffe. Ja, Accuracy 74 Punkte. Ich finde, bislang ist, abgesehen von der Rate of Fire, alles die Spec Ops besser. Und der Recoil ist gleich. Und immer nur ein Punkt. Also es ist eigentlich komplett scheißegal. Aber der eine Punkt macht eigentlich bei Spec Ops. Bei Spec Ops merkt man, dass das definitiv eine geilere Waffe ist als die GP. Doch. Nein. So. Doch. Nein. Doch. Nein. Das ist einfach nur ein geileres Geräusch, wenn du... Nee, ich hab mit den beiden Waffen doch jetzt... Die Leute... die von uns dreien hier ohne Sound spielen. Ihr sagt, es ist einfach ein geileres Geräusch, damit zu schießen. Wer sagt, dass wir ohne Sound spielen? Ich spiele. Wenn ich hier zocke, man hört überhaupt nichts. Du hörst es ganz leise im Hintergrund. Das muss selbst bei einem Schalldämpfer brumm im Kopf machen. Ja, wenn wir hier sind, spielen wir auch etwas leiser. Wenn ich alleine zu Hause spiele, habe ich ein Headset auf. Das heißt, das Spiel ist bei mir automatisch lauter. Und somit höre ich auch alles. Das glaubst du nur. Ich weiß es. Okay. Ja, Recoil 63 Punkte, relativ gering. Ja. Auch wenn es hoch klingt. Ich finde den eigentlich voll gering, den Recoil. Fast null. Du springst um eine Ecke, während des Sprungs hast du eh so eine Accuracy, die ist größer als dein Bildschirm. Und dann schießt du einfach und dann triffst du ihn in den Kopf. Wie alle regen sich doch immer auf über. Ja, selbst die P90 hat einen Recoil von 72. Also das ist noch 10 mehr. 9 Punkte. Geh mal auf die T2. Die soll ja angeblich so krass Recoil haben. Die hat 0 Recoil. Ihr müsst einfach davor eine Woche lang mit der Scorpion spielen. Dann wisst ihr, was Recoil ist. Ja. Die Scorpion ist krass. Du bist da doch schon bei der Scorpion. Was hat die Scorpion für Recoil? Gleich kommt es 50. Die hat genau den gleichen, aber es ist so ein krasser Unterschied. Ja. Zwischen Scorpion. Also nicht genau gleich, sind 2 Punkte. Ein Punkt Unterschied, aber trotzdem ist es groß. Ja, geht's weiter mit Damage per Time, den interessiert sowieso keiner. Der hat einen Unterschied von 0,7. Das ist nichts. Die Waffen sind einfach gleich. Es spielt nur jeder von den Spec Ops mehr, ist geiler. Die hat ein Magazin mehr. Oh mein Gott, ja, die hat ein Magazin mehr. Wahnsinn, 28 Schuss, ey, das verbrauchst du da in einer halben Sekunde. Ja. Yeah. Aber ich mach trotzdem kein Extended rein. Fast Loader! Oh. Da! Geht das eigentlich? Ja, klar! Und dann sind es nur 5. Nee, gar nicht. 23 nee, weil oder ich glaube mit 8. Ich hab nicht nachgeguckt, ob man die noch überhaupt. Klar kannst du. Dann hast du mit 10 Schuss mehr 38 und beim anderen 42. Nee, 32. Hardcore. Keine Ahnung. Aber. Muss man nicht machen. Wer trifft, der muss sowas nicht machen. Das braucht man eigentlich gar nicht. Ja, volle Munition bei der normalen 112 Schuss. Bei Chris 100, Spec Ops 140. Pixel. Warum heißt die Spec Ops Spec Ops? Wegen den Russen. Weil Amerika das auch erfunden hat, ne? Nein, wegen Special Operation. Deswegen ist sie geschalldämpft. Das ist genau das gleiche mit der Sobmod. Mit Special Operation Modification heißt das. Ausgesprochen. Ja, hast du gesehen? Was? Wow. Serious Sam. 3. Uncut.
Pfö. Serious oh, Sam 3 Pfö. Nein, das hat voll geile Grafik. Da steht trotzdem Pfö. Ja, Pfö. Pfö. Serious Sam 3 Pfö. Ja. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass Dragon Age eigentlich voll gar nicht die gute Grafik hat. Hat's auch nicht. Vor einem Jahr dachte ich so, bam, Junge, was eine geile Grafik. Jetzt gucke ich mir das an, ey, ist voll geil eine gute Grafik. Aber der Spielspaß muss wichtig sein. Scheiße. Ist auch nicht unbedingt so gut, aber der Kampf macht einfach übel Fun. Man muss nur zu viel reden in dem Spiel. Und es ist geil, es ist ein Rollenspiel, wo du nicht so viel laufen musst. Weil einfach ein Typ eine Geschichte erzählt. Und dann sagt er so, ja, dann sind sie da und hingelaufen. Und dann bist du auf einmal da. Es ist so sinnfrei, dieses Spiel Serious Sam, ne? Ja, ey, das ist doch... Es ist einfach nur rumballern. Es ist so sinnfrei, du musst... Du hast ein Magazin und einfach nur draufhalten. Oh, es macht aber so einen Spaß, ne? Besonders, wenn wir beide das gespielt haben. Und der Hammer ist geil. Gibt's denn eigentlich auch im zweiten, bei Serious Sam HD? Schade. Ja, toll. Serious Sam 3 Pfe. Ja, geile Waffe. Jetzt einfach nur drauf. Da gibt's aber bessere Waffen. Ja, auf jeden Fall. Und man muss nachladen. Geh nochmal ein Stück zurück. Echt? Da hat er nachgeladen. Bei dieser M6 oder so. Warte jetzt. Da zieht er ein Magazin raus. LOL, fuck, man muss nachladen. Toll. Es ist so scheiße bei dem Spiel, wenn du nachladen müsstest, ne? Du musst einfach Dauerfeuer machen, weil nur Massen angelatscht kommen. Ja. Das macht aber mit der Zeit doch überhaupt keinen Spaß mehr. Natürlich. Ja, am Anfang. Du schießt drauf und alles zerfetzt einfach nur. Ja, das macht für den Anfang richtig Spaß, aber das ist kein Spiel für den Dauer. Doch. Doch. Glaube ich nicht. Guck dir das einfach an, wie diese Gegner einfach langmatschen. Diese, warst du schon bei der Waffe? Die kommt noch, die ist so... Gibt's auch bei normal Serious Sam den Hammer oder was? Nein. Schade. Diese Monster... Ja, diese Kanone da. Aber das Lied ist geil. Von wem ist denn das Lied? Keine Ahnung, kommt mir irgendwie bekannt vor, die Band. Selbst das Lied kommt mir voll bekannt vor. Ja. Erst ich recht dieser Part. Serious Sam. Serious Sam für... Chuck Norris! Hör auf, die Witze. Oh Mann. Wir müssen mal den Link dann von den Chuck Norris da dann in die Beschreibung packen. Oh Mann, ey. Ja. Chuck Norris macht Werbung für WoW, ich glaub's nicht. Ja, da, hast du nicht den Text dazu gelesen? Ach, er hat verschissen bei mir. Nein, es gibt einfach Sachen, die zusammengehören. Das ist wie das Internet und Chuck Norris. Ja. Toll. Deswegen. Und WoW gibt's auch nur, weil Chuck Norris ist erlaubt. Ja, genau. WoW, Drecksspiel, Alter. Chuck Norris geht nicht jagen. Den Jagen beinhaltet es, verlieren zu können. Ja. Nee, zu versagen. Ja. Die Möglichkeit des Versagen. Wir haben das Video durch, oder? Nee, nein! Sein Bielefahrt fehlt, oder? Da fehlt auch noch was. 23 Minuten, Alter, meine Fresse. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, 10 Minuten lang die Fresse gehalten, weil wir Videos geguckt haben, oder? Obwohl ein bisschen gelabert so nebenbei und eventuell hört man noch den Ton ja. in den Videos. Spuck mich an, du Wichser. Ich mag... Alter, bist du weg? Jetzt bin ich so. Ey. Was? Das Kabel. Ja und? Reißen wir das Mikro gleich mit. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist eine mitreißende Stimmung hier. So, du musst noch einen Real-Life-Part machen. Beeil dich, du hast 5 Minuten. Das war eigentlich zu spät. Wolltest du nicht anfangen? Ja, ich mach doch. 6 Minuten und 30 Sekunden. 6 Minuten, 30 Sekunden. Geh weg, Matthäus, du bist fett. Ja. Oh Gott. Ich bin geschockt fürs Leben. Der Dicker. Musst du mal Duck fragen, Alter, der hat immer noch einen Eindruck von meinem Arsch. Oh Gott. Ja. Nee, die Chris im Real Life. Es
genannt TDI Chris Vector, ja. Hergestellt von Transformational Defense Industry, ja, und gibt es auch bei Crossfire. Sagt gerade mal. Geht die Maus? Jetzt nicht mehr. ja, sie ist eine Personal Defense Waffen. Defense Weapon. Sie wird seit 2009 hergestellt. Ey, wehe, ihr macht mein Captain und Cola Glas kaputt, dann mache ich euch kaputt. Boah! Junge, kopflos! Da mache ich euch richtig. Was voll lustig ist, den ganzen Tag eine halbe kleine Schale Haribo zu fressen und dich dann abends richtig volllaufen zu lassen. Alter, genau. Du bist doch... Das habe ich gemacht. Fresst Haribo ohne Ende, sauft euch voll und dann... Hört doch mal ne. Aber das Lustige war, ich war am Ende nach, was weiß ich, 20 Bier und 10 Bacardi Cola und noch im anderen Scheiß, was mir irgendwelche Trottel immer gegeben haben, immer noch nicht breit. Ja, seht ihr, Kinder? Esst Haribo, dann werdet ihr nicht besoffen. Am nächsten Morgen kotzt ihr euch die Seele vor. Nein, natürlich. Egal. 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 Vor allem. Ja, ey, lass mich doch. Ja, okay, ey. Es hat eine offene Visierung, verschießt zwei verschiedene Kaliber, einmal die 0,45er ACP und die 40er Smith & Wesson. Smith and Web. Ach, egal, ist eh egal. Ja, ist eigentlich wirklich klein. Man kann sie fast sich in eine Hosentasche stecken und hätte eine vollautomatische Waffe mit dabei. Ja, in der Hose abdrücken und du schießt dann Schwanz. Aber nicht nur einmal. Die hat Doppelschuss. Stell dir vor. Ja, sie hat einen so Zweifachschuss. Fünf Kugeln am Penis. Bei Doppelschuss. Weil die so schnell schießt. Ja, im Augenblick ist er noch mit in der Entwicklung. Und das Ziel dieser Waffe war eigentlich, eine Waffe zu entwickeln, die sehr gut die Feuerstöße kontrollieren lässt. Aber, naja, das ist ja... Ne? Schnee von gestern. Interessiert eh nicht. Wenn ihr euch draufhaltet und der nicht umkippt, nehmt ihr das nächste Magazin. Was? Was für eine Farmik? Die neue, Mann. Was die jetzt 30% Sale ist. Ach so, ja. Zwei neue Waffen. Es gibt zwei neue Waffen bei... Ja, das eine SMG wahrscheinlich. Ich gucke nach. Eine Pistole und eine Sniper. Event. New Arrival. Ja, es gibt neue Waffen in Combat Arms EU, Pharma E SAF, die Beretta 93R und gifte mir eine gleichzeitig. M99 AA, weiß nicht. Ist auch noch eine Sniper. Wo denn sonst? Was anderes haben die ja nicht. Ja, die Pharma E ist noch eine NX-Waffe, genau wie die Beretta, und ist damit eine der wenigen Oni NX-Pistolen. Ja, die Beretta gibt's auch in Dings. Ist, ich glaube, mal gucken, wie sie sie gemacht haben. Wenn die auch Vollautomatik ist, das wäre geil. Weil im eigentlichen Sinne ist es eine vollautomatische Waffe. Die Pistole jedenfalls. Also eine Pistole im vollautomatischen Modus. Das wäre mal was. Ja, M99 ist eine Sniper und die Pharma E ist ein normales Assault Rifle. Sieht ein bisschen aus wie die T2. Finde ich jetzt, aber habe ich selber keine Ahnung, was das für eine Waffe sein soll. Möglicherweise eine Soul Rifle, eventuell aber auch ein SMG. Mal gucken, was es wird. Ja, Update-Note. Ach, kann ich euch mal auch was erzählen. Wie weit sind wir? Ah, 29 Minuten. Ach ja, es gibt noch eine einzige Sache. Es gibt eine neue Map, Operation Neptune. ich mag sie nicht, weil sie mich an eine Drecksmap aus CS erinnert und naja. Steh dir doch erstmal, bevor du deine Meinung sagst. Egal.
Was ist denn das Jukebox-Feature? Oh, okay. Kennst du nicht das Jukebox-Feature? Das Jukebox-Feature ist voll geil. Man kann seine eigene Musik in so einen extra Jukebox-Ordner in Comet Arms reinpacken, damit du deine eigene Musik in Comet Arms hören kannst. Cool. Das ist geil. Das ist richtig gut. Und also würde man es eigentlich machen, wäre es ein Mod und damit illegal und bannbar. Aber durch diese Jukebox ist es nicht mehr bannbar. Kleine Nebeninformation, das Review läuft, während es noch updatet. Und das wird ja eigentlich erst im Dezember hochgeladen. Deswegen wundert euch nicht, dass wir schon noch irgendwie so... Eine Waffe, die AT-22. Ja, alles so schlechte Zweite Weltkrieg-Waffen. Und da gibt's noch eine neue... Und die Ach so, ja. Das kannst du jetzt Fusion... Ja, toll. 1185. Die Zeit. Zeit. Wir sind bei 30:52. Wir hören jetzt auf. Danke fürs Zuhören. Und tschüss. Ja, viel Spaß noch.